Reise führt ja nach Bratislava und Wien. Was zeichnet denn diese Reise besonders aus? Eine Besonderheit der Reise ist, dass man zwei schöne Städte an der Donau zusammen besuchen kann. Die österreichische Hauptstadt Wien und die slowakische Hauptstadt Bratislava oder zu Deutsch Pressburg. Die Reise findet ja Anfang Mai statt. Warum denn genau zu dieser Zeit? Da es eine Opernreise ist, muss sie natürlich zur Opernspielzeit sein. Und sie ist im Mai, also im Frühling, da ist das Wetter natürlich angenehm. Insofern haben wir beide Sachen miteinander kombiniert. Schönes Wetter und einen Opernspielplan. Was sind denn für Sie persönlich die Höhepunkte dieser Reise? Auf was freuen Sie sich ganz besonders? Ja, natürlich die Opernaufführungen. Zum einen freue ich mich immer darauf, wenn ich in Wien in die Staatsoper gehen kann. Und außerdem bin ich schon sehr gespannt auf die Pikdam in Pressburg. Was für Hotels dürfen denn unsere Reisegäste während dieser Reise erwarten? In welcher Lage sind die Hotels? Wir haben natürlich, wie bei allen heutigen Reisen, solide, gut ausgestattete Hotels. Und wir haben bei dieser Reise zentrumsnahe Hotels. Insofern könnte man auch abends noch nach der Opernvorstellung noch in der Nähe des Hotels etwas machen. Wir sind bei beiden am Rand der Innenstadt und somit einfach sehr günstig, fußläufig auch gelegen. Welche kulinarischen Besonderheiten dürfen denn unsere Reisegäste auf dieser Reise erwarten? Wir werden in Wien ein sehr typisches Restaurant besuchen, das die altösterreichische oder genau Waldviertelküche anbietet. Und außerdem ist natürlich ein Besuch in Wien oder Bratislava auch immer dazu gelegen, natürlich die Kuchen und Torten mit altösterreichischen, donaumonarchischen Rezepten auszuprobieren. Wie muss man sich denn das Programm während dieser Reise vorstellen? Ist man von morgens bis abends mit der Gruppe unterwegs oder gibt es auch Zeit für individuelle Unternehmungen? Es ist schon ein relativ kompaktes Programm, weil wir ja nur 5 Tage unterwegs sind und dadurch natürlich auch die Zeit ausnutzen, um 2 Städte kennenzulernen, Bratislava und Wien, und ja noch 2 Schlösschen eingebaut haben. Aber es ist natürlich eine Reise, bei der wir jetzt nicht einen großen Stress machen müssen. Man kann ja auch individuell dann auf die Gäste eingehen und es ist natürlich eine Reise, bei der man natürlich eine schöne Kaffeepause in einem alten Wiener Kaffeehaus einbauen kann. Und es gibt natürlich dann in allen Städten auch noch die Gelegenheit, auch noch ein bisschen alleine für sich die Zeit zu verbringen. Was gefällt Ihnen denn ganz besonders an diesen beiden Städten? Eine Besonderheit, die mir besonders gut gefällt, ist natürlich das besondere Flair in diesen Städten, dieser alte donaumonarchische Glanz, den man dort erleben kann. Und natürlich sind auch bei beiden Städten sehr spektakulär die Barockpalais und die barocken Schlösser, die wir da sehen können. Unter anderem gucken wir uns ja auf der Reise auch das Winterpalais des Prinzen Eugen in Wien an, ein Gebäude, das bisher nicht der Öffentlichkeit zugänglich war und insofern schon so einen kleinen kunsthistorischen Leckerbissen darstellt. Haben Sie einen persönlichen Tipp für unsere Reisegäste? Für was sollten Sie sich auf jeden Fall Zeit nehmen während dieser Reise? Also bei Bratislava würde ich sagen, man sollte auf jeden Fall etwas auf Entdeckungstour gehen in der Innenstadt. Da gibt es nämlich sehr reizvolle Bronzefiguren, die da so ganz unvermittelt an den Hausecken stehen. Also es gibt da so ein Konzept mit Bronzefiguren, zum Beispiel so einen Kanalarbeiter, der so den Schachtdeckel hochlupft und so aus dem Fußboden herausguckt. Oder man kann dem Napoleon begegnen, der als Bronzefigur dasteht. Also da gibt es für die Fotoreisenden vor allen Dingen dadurch viel zu knipsen oder zu fotografieren. Und bei Wien würde ich sagen, naja, da muss man natürlich auf jeden Fall eine der alten wienerischen Torten ausprobieren. Da kann man ja dann mal testen, wo die Sachertorte am besten schmeckt. Welche Reisen kann man denn in diesem Jahr noch mit Ihnen unternehmen? Da gibt es natürlich noch eine ganze Reihe von Opernreisen oder Musikreisen, die man mit mir unternehmen kann. Eine Reise wird nach Südengland führen, zum Opernfestival von Glyndebourne. Das ist dieses berühmte Opernfestival, bei dem die Gäste dann in der Pause auf dem Rasen beim Picknick sitzen. Und natürlich wird auch die Heidegger-Gruppe dieses Picknick mitmachen. Da wird dann vor dem Herrenhaus eine Tafel für uns aufgebaut und unsere Stewards werden uns dann den Champagne auf dem ehrwürdigen Rasen servieren, sodass wir dann beschwingt in den 2. Akt der Mozart-Oper die Entführung aus dem Serail gehen können.
Eine weitere sehr spannende Reise ist eine Reise zum Opernfestival nach Parma, zum Verdi-Festival, das dort immer im Oktober stattfindet, bei dem man die biografisch wichtigen Stätten von Verdi anschauen kann, also das Geburtshaus in Roncole Verdi, das Haus seiner ersten Liebe und seines Mäzens in Busseto, das Theater, für das er dann auch Geld gestiftet hat. Wir können uns unter der Statue von Verdi fotografieren. Man kann sein Schlafzimmer in der Villa Sant'Agata sehen und natürlich auch das seiner Ehefrau mit verschiedenen Devotionalien aus der Familie. Und bei der Reise gibt es auch noch einen sehr schönen kleinen Leckerbissen, nämlich den Besuch in dem Altenheim für Musiker, das Verdi in Mailand gestiftet hat. Dort werden wir nicht nur die Krypta, in der er bestattet ist, besichtigen, sondern auch noch die Kapelle, den Konzertsaal und verschiedene Salons. Und das ist natürlich auch eine schöne Gelegenheit, eventuell auf einen alten Bühnenstar des Scala zu treffen. Zum Beispiel letztes Jahr, als wir dort mit einer Gruppe waren, ist dann so in der Kapelle, wir saßen da so gemütlich, eine alte Dame vorbeigekommen und es hat sich herausgestellt, eine Sängerin, die in den 50er Jahren mit Maria Callas in Mailand Traviata gesungen hat. Und ich konnte dann auf der Rückreise dann gleich eine Aufnahme mit ihr vorspielen, weil ich zufälligerweise die passende CD in der Tasche hatte. Das war noch sehr schön. Ansonsten gibt es noch eine schöne Kunstreise nach Amsterdam, bei der man die neu eröffneten Museen, etwa das Van Gogh Museum, das Rijksmuseum anschaut und abends dann auch noch ein Konzert im Konzertgebau anhören wird.